Yo, 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 Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Heute mit dem hier. Ja, der hier und ich sind hier in München beim Rare Fashion Opening quasi. Und wir sind im selben Hotel, aber nicht im selben Zimmer an der Stelle. Und ganz wichtig, Kelly hat eine Liste, wo er shoppen will, von einer Stadt, in der er noch nie war. Erstmal geisteskranke Nummer. Ich war schon in der Stadt, aber ich war noch nie shoppen, weil ich immer hier arbeiten war und so. Aber ich habe von jeder Stadt eine Liste fast. Das ist krank. So, und ich war noch nie in München, also noch nie in den letzten Jahren. Jetzt müssen wir runter und wir kennen uns halt hier nicht aus, ne? Ich bin ohne Auto, Kelly ist ohne Auto. Die ganzen anderen Jungs kommen auch noch, aber ich glaube, ich filme heute nur den Tag. Und jetzt, ich fahre U-Bahn. Alter, ich bin das letzte Mal U-Bahn gefahren. Ey, Jan hatte sogar Schock, dass er IC gefahren ist. IC war oder schon zu krass für ihn. IC war krass, weil ich mache es nicht, aber IC fand ich cool. Ja. Also was ist cool? Ich fand es bequem, darum geht's ja. IC ist unnormal bequem. U-Bahn ist ja nicht arbeiten. Uncool so, aber es ist halt so, keine Ahnung, Bahn. Auf jeden Fall, Freunde, heißt dieser Vlog auch, Kelly ist shoppen, nicht ich bin shoppen, weil ich habe keine Ahnung. Ich hält mich sogar so an der Hand gerade. Also hier lang mein Sohn. So auf Daddy. Der Patrick-Ersatz. Du weißt, man muss immer neue Schüler finden. So, falls einer eine Ausbildung abschließt. Ja, dann neue Praktikant. So, Freunde, ich bin echt gespannt, was jetzt passiert. Wir fahren jetzt mal in die U-Bahn, ich stelle jetzt meine Maske auf und dann melde ich mich, wenn wir irgendwo angekommen sind. So, Freunde, der erste Laden ist Mai Theresa. Oh, der ist geil. Und die Farbe. Das ist ja voll von diesem New York Yankees so. Sehr geile Sachen auf jeden Fall dabei. Sieht aber stark auf. Aber voll fest, oder? Ist doch voll widerlicher Stoff. Die Optik ist geil, aber ich finde den auch nice, wenn man sowas tragen kann. Nee, finde ich nicht so. Das gefällt mir auch irgendwie so. Hör mal auf, ja, du sadomasistisch angelehnter. Lederkurze Hose, doch. Das ist schon wild. Eiskalt, die Lederhose. Eiskalt, Kelly in Lederhose. So, raus aus Mai Theresa. Die haben Online-Shop, ne? Ja. Ja. Also, was wir machen könnt natürlich, ihr könnt auf die Mai Theresa Instagram-Seite gehen und dann einfach die ganze Zeit Jan und Kelly hinschreiben. Also, @JanSinnet und @KellyKayo. Stark. Und dann sponsert die beiden. 50% Rabatt reicht. Nein, nicht 50%. For free. Boah, Bruder, guck mal, du darfst doch den Leuten nicht direkt alles zumuten. Doch, for free. Ganz entspannt. Auf jeden Fall laufen wir. Ich laufe einfach. Ich habe schon mal viel Geld dabei. Ich laufe einfach. Wenn Jan sagt, er hat nicht viel Geld dabei, sind das auf jeden Fall Batzen. Bruder, nein, ich sind immer Batzen. Ganz, ganz fremde Stadt, Bruder. Kreditkarte, tak, tak, tak. Einmal swipe. Einmal swipe nach oben. Auf jeden Fall wollte ich sagen, dass wenn ihr Kelly in einer geilen, kurzen Hose sehen wollt, dann glaube ich, bei Patrick auf dem Kanal ist das, ne? Oder hast du auch das Video hochgeladen, wo du deine kurze Hose anhast? Ja, ich habe gleich auf allen Videos kurz eine kurze Hose an. Stark, dann könnt ihr seine nice Oberschenkel bewundern. Wir laufen jetzt mal weiter. Ich bin ja echt nicht so der größte Fan von Gebäuden, aber... Bruder, du bist der herbste Touri heute hier. Bruder, ja, Bruder, ich bin fasziniert von deren Gebäuden. Guck dir das mal an. Digga, das sieht aus wie so eine Kathedrale. Guck mal, du denkst, du, die in Köln ist krass, ne? Das war ein Digga. Ja, okay, die sieht cleaner aus, aber die in Köln ist krasser. Nein, Bruder. Bruder, der Kölner Dom ist der Kölner Dom. Bruder, komm, immer diese Dings, Bruder, ja. NRW-Fetisch, ja. Nein, wer kommt hier für diese Kirche hin? Für den Kölner Dom ist kommt keine Kirche, glaube ich, oder? Sieht aus wie eine Kirche. Ja, keine Ahnung. Das ist ein Bahnhof, glaube ich, sogar. Aber sieht schon Mann, wenn das Bahnhof sehr, sehr stark aus. Bist du jetzt Eindruck von München? München ist cool. Ist sehr warm. Ist nicht so. Ist deutlich wärmer als bei uns. Deswegen sind wir ein bisschen überrascht, obwohl wir alle auf Wetter gucken können und geguckt haben. Wir haben trotzdem von der Hitze überrascht. Alle Wetter-App, aber alle überrascht stark. Sehr starkes Gebäude, fasziniert. Steppen wir jetzt rein bei Rare Fashion. Der Shop hat noch nicht offen. Kelly chillt da schon mal. Ich zeige euch mal die ganzen krassen Sachen. Balenciaga, Casablanca, Balenciaga. Oh, sehr, 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 sehr krasses Ding. 550, aber sehr krass. Weiter. Travis.
So. Auch krank. Die Sneaker. Lässt du dir auch so ungeschützte Sneaker hier? Ja? Lässt du dir auch so ungeschützt ohne Folie und alles? Wir überlegen es uns noch. Jetzt erstmal ja. Erstmal ja. Aber dann ändern wir es vielleicht. Mutig, wenn einer so, keine Ahnung, Currywurst gegessen hat, Pommes und dann war so, oh, geiler Sneaker. Wir haben zum Glück nicht so viele Weiße, außer die hier. Ja, okay, aber der ist auch gefährlich. Ja. Die hier eigentlich alle. Ja. Hier, das ist hier Murakami. Design mit Marc Jacobs und Kim Jones. Der, drei Designer dabei. Hä? Drei Designer. Ja, Kim Jones hat damals unter Marc Jacobs gearbeitet. Mhm. Und Murakami damals, das war so, das waren so auch die ersten Male, die ich selbst im Louis Vuitton Store war. Die ersten Male, wo ich in Paris war. Und das war schon das absolute... Wie viel? Was kostet sowas? Der liegt bei 15 oder so, ne? Mittlerweile, oder 14? K. Nee, billiger angesetzt. Ja. 10K, ja. Egal. 10? 10K. Ja. Das ist ein Auto, was du in der Hand hältst. Ja, ja, also das ist schon... ist, ehrlich, ich bin so Stephens Sprouse. Das sind so die ersten Louis-Dinger, die ich halt im Laden noch gesehen habe. Ach, das sind diese ganzen Sachen, die auf dieser einen Internetseite waren. Ja, ich bin schon lange dabei. Wow. Hier, und das sind auch so, das sind so Dinger, mit denen ich groß geworden bin. Was? Mit was bist du groß geworden? Ja, dachte ich schon, dass... Billion dabei ist? Ja, ja, das ist... Ich schwöre, das hat Terry Kennedy damals getragen. Ich kam auf mein Leben, nicht klar. Ich schwöre, das hat mir den Kopf... Was kostet die? Solltest du den E-7000 kommt gleich. Das ist seine Jacke. Die ist aber professionell. Findest du die Boyhot? Ja, wie du bist groß und gleich. Ja, ich trag das jetzt. Der ist auch geil. Der ist geil. LA Exclusive. Der ist stark. Kennst du Gallery Dab, die Hose? Ja. Das ist nicht mein. Das können die tragen. Du warst schon die Jacke. Auf jeden Fall haben wir hier noch einige Caps am Start. Hier sind ein paar Vintage-Sachen, hier bin ich sehr basic angezogen heute wieder. Ja, er kriegt immer noch Nike, Jordan 4 Black Cat, Vintage, Nike, Peace out. So, wir machen weiter. Kevin Durant, der Basketballspieler, hat ihn unterschrieben. Also. Sehr krass. Sehr, sehr krass. Okay, Freunde, ich steppe mir jetzt hier raus. Auf jeden Fall sehr, sehr krasser Laden. Krasse Vintage-Sachen, krasse seltene Sammlerstücke, ja. Ich kenne mich da nicht so aus, ja. Ihr wisst, aber Kelly hat mir da einiges gezeigt. Da kostet eine Tasche von Louis 15.000 Euro. 15.000 Euro Louis-Tasche von 2008. Wurde mir gesagt, kann aber auch falsch sein. So, wir gehen jetzt noch was essen. Anschließend wahrscheinlich ins Hotel und mal gucken. Ich weiß auch gar nicht, ob ich zwei Vlogs drehe oder nur einen Vlog drehe, ob ich einen halben Vlog drehe. Ich weiß gar nicht, ob dieses Video hochkommt. Deswegen, Freunde, würde ich sagen, bleibt dran und seid gespannt, was noch passiert. So, jetzt wird erstmal hier Energie getankt hier. Wie spät haben wir es? 16:22. Jetzt können wir erstmal was essen. Guten Morgen, Dicker. Was ich hast du? Auch. Pizza Salami, ich habe Pizza Mozzarella. Ja, aber ohne Gabel. Ich habe auch die ganze überlegt. Ich dachte, man schneidet das mit dem Messer und isst dann mit der Hand, weil es so Italien-Style ist. Ja, klar, klar, aber. Ja. Aber die Sache ist, wir haben so vielen Leuten Hallo gesagt. Boah, ich schwöre, mach schon mal. Warte, achte. Okay, Freunde, jetzt wird erstmal gegessen. So, Freunde, angekommen jetzt im Hotelzimmer. Ich war eine kurze Hotel-Room-Tour quasi. Kommen wir dann hier rein quasi. Also hier ist die Tür. Hier bin ich, Peace, mit meinem Pyjama. Hier kommen wir rein und hätten meine Sachen, die ich so mitgenommen habe. Ich zeige euch mal ganz kurz, was ich alles mitgenommen habe. Als allererstes hätten wir hier ein Heaven's Cartel Shirt. Ja, checkt die Brand gerne mal ab. Heaven's Cartel. Ich weiß nicht, wann dieses Video online geht, aber der Drop von dieser Marke ist heute, während ich das Video aufnehme. Falls noch was da sein sollte, ist alles unten verlinkt. Mega, mega nice Shirts, ja. Blackwashed Heaven's Cartel. Als nächstes habe ich hier ein Heaven's Cartel Shirt in Beige. Vanille Beige. Sehr, sehr nice. Und hinten ist noch so ein Spruch. Als nächstes hätten wir ein Heaven's Cartel Hoodie, aber die muss ich euch mal zeigen im Licht. So, hier mit der Kapuze hoch, könnt ihr das sehen. Boah, mega, mega, mega geile Brand. So, wir machen weiter mit einem Hoodie von Fear of God, ja. Als nächstes hätten wir hier ein Balenciaga Sinners Shirt und ein Harley Davidson Longsleeve, paar Nike Shirts, paar Hosen.
Ja, die Decken sind nicht von mir, dann kommen wir hier hin. Hier ist mein Koffer, ein riesengroßes Bett. Ich werde hier alleine schlafen, Freunde. Hier habe ich noch meine Represent Sneaker, meine Black Cat Jordan 4er, mein riesengroßes Bett. Hier habe ich noch einen kleinen Fernseher. Und das war's dann auch eigentlich mit der Roomtour, Freunde. Oh, boah, ich wäre fast in diese Ritze reingefallen. Auf jeden Fall habe ich hier mein Kissen mitgebracht, weil ich ungern auf Hotelkissen schlafe. Ja, ich bin leicht erschöpft, schlafe gerade auch mein Handy auf. Die Jungs kommen auch gerade alle. Also ich war die ganze Zeit jetzt mit Kelly unterwegs, habe ja das Ganze gefilmt bei Rare Fashion etc. pp. Übrigens ein sehr, sehr nicer Store. Coole Jungs, sehr nett, ja, muss man an dieser Stelle sagen. Das ist nicht selbstverständlich, die haben das cool organisiert. Und wir gehen jetzt später, nachdem wir uns jetzt frisch machen, ein bisschen chillen, in den Rare Fashion Store wieder zurück. Dort ist dann ein Family and Friends Opening und morgen ist das Hauptopening quasi. Die meisten aus München werden da wahrscheinlich sein, Freunde. Und ja, ich lege mich jetzt eine Stunde schlafen und melde mich wahrscheinlich heute Abend nochmal, Freunde. So, Freunde, guten Morgen. Eiskalt. Wir haben es gerade mal 9 Uhr, Freunde. Ich war jetzt hier unten im Frühstücksbereich des Hotels und habe mir sollte ein Espresso sein, aber ich glaube, der hat einen Kaffee gegeben. Einen Kaffee geholt. Wie ihr sehen könnt, ich habe allein geschlafen, ganz anständig, ganz brav. Ja, meine Bettseite ist ein bisschen durcheinander, aber die andere Seite, die ist noch heile, Freunde. Ja, das heißt, der liebe Jan hat gestern nichts mehr gemacht, war hier auf dem Hotel und bin eiskalt, fett eingeschlafen und heute jetzt aufgestanden, trinke jetzt mein Käffchen, werde ein bisschen wach und anschließend gehen wir mit den ganzen Jungs zum Frühstücken. Also nach Frühstück mal richtig, dann gibt es auch einen richtigen Espresso, gibt es richtige Pancakes. Ich hoffe, wir gehen Pancakes essen, ich weiß nicht, ob wir Pancakes essen gehen oder so deutsches Frühstück essen gehen. Auf jeden Fall fahren wir danach zum Rare Fashion Store, heute ist das Opening. Und dort werde ich mich dann 2-3 Stunden aufhalten, werde schauen, wer da alles sein wird, mit wem wir alles sofort machen werden, ein bisschen quatschen, dies, das. Und anschließend komme ich zurück ins Hotel. Ich werde wahrscheinlich die Kamera nicht mitnehmen, ja, weil ich echt keine Lust habe, die ganze Zeit die Kamera mitzuschleppen. Und heute werden es in München auch 27 Grad, deswegen werde ich halt nicht meine Kamera mitnehmen, Freunde, weil das ist dann extrem nervig, mit der Kamera rumzulaufen. Deswegen würde ich sagen, ich melde mich heute Mittag und dann schauen wir mal, was noch so geht, Freunde. Viel Spaß. So, Freunde. Es ist jetzt, einen Augenblick, wie spät, es ist jetzt 17.50 Uhr und ich bin echt, echt hart erschöpft, Freunde. Ganz kurz zu meinem Outfit, was ich heute getragen habe. Balenciaga Sinners Shirt, Jaded London, Hose, Jogger, Pants, nennt's wie wollt, Represent Sneaker und Essentials Bauchtasche, Freunde. Ich zeige euch mal jetzt, was ich bei Rare Fashion mir ergattert habe. So, als allererstes muss ich sagen, mega, mega nicer Shop, ja. Sehr gute Auswahl an Pieces, an Vintage-Sachen, habe ich auch schon erzählt. Und diesmal habe ich mir, zack, Jordan 4, weißes Leder, Red Metallic oder so heißt der, in meiner Size, mega, mega nicer Sneaker. Ja, ich feiere zurzeit Jordan 4 sowieso, einfach aus dem Grund, weil ich so ein bisschen breitere Pants trage und die Jungs von Rare Fashion haben das hier geklärt. Nochmal danke an Philipp, danke an das Rare Fashion Team. Mega Organisation gewesen, alles super toll gemeistert. An der Stelle nochmal, wie gesagt, großes Lob und großen Dank an Philipp und an Rare Fashion. Jetzt nicht nur wegen die Sneaker an sich, die Organisation, das ganze Ding, dass sie so viele Leute zusammengebracht haben. Man lernt immer bei solchen Organisationen oder Veranstaltungen, nennt es wie ihr wollt, immer neue Leute kennen. Ich habe einige Leute kennengelernt, mit denen konnte man gut quatschen, mit denen hat es auch Spaß gemacht. Ansonsten bin ich jetzt erstmal im Hotel. Ich chill erstmal extrem eine Runde, mach vielleicht ein Nickerchen und dann gucke ich mal, ob heute überhaupt noch was geht, meine Freunde. Checkt Rare Fashion ab, checkt Heaven's Cartel ab und dann sehen wir uns im Laufe des Tages. Ciao. Peace, Freunde, ich melde mich mal wieder. Ich bin jetzt im Hotelzimmer, es ist auch abends geworden und ihr könnt immer noch sehen, immer noch umberührtes Bett. So, Outfit-Check, Freunde. Heaven's Cartel Hoodie, ja, zeige ich euch mal nochmal hinten als Backprint. Könnt ihr das sehen? Ich weiß nicht, zeig ich mal ein bisschen näher. So, auf jeden Fall Hoodie von Heaven's Cartel mit Backprint. Unter dem Hoodie habe ich ein Heaven's Cartel Vanille Shirt, Freunde. Ja, ich kann euch das gerade jetzt nicht zeigen, sonst seht ihr mein One Pack. Darunter habe ich eine 6PM Hose. Das ist noch
ich glaube, ich will nicht lügen, eines der ersten Modelle und die Jordan 4er Black Cat. Ich setze mir noch eine Cap auf und dann heißt es mal für mich wieder nach sehr, sehr langer Zeit, Freunde, Zeit für eine Pfeife. Der ein oder andere wird jetzt sagen, ja Jan, du hast gar nicht viel gezeigt, Freunde. Ihr habt auch recht, das hat aber auch einen Grund. Ihr müsst euch jetzt so eine Sache vorstellen. Ich wurde eingeladen zu einem Family and Friends Opening. Und ich bin jetzt echt nicht jemand, der immer und überall so dreist die Kamera zückt und alles filmt, ohne zu fragen, ob es okay ist. Ich versuche, mich zu zeigen und vielleicht die Jungs, mit denen ich bin, auch zu zeigen. Aber ich filme sehr, sehr ungern andere Leute. Also andere Leute meine ich so Leute, die ich zwar kenne, aber für die ist das vielleicht gar nicht so cool und ich bin auch nicht so dreist und sage, ey, yo, lass das mal machen. Als Beispiel zum Beispiel beim Family and Friends Opening waren sehr, sehr, sehr viele YouTuber, sehr, sehr viele YouTuber. Ja, ich will jetzt keinen Namen nennen und ich nenne die Namen nicht, weil ich das nicht will, sondern ich bin cool mit denen, aber ich weiß nicht, ob die das wollen. So, es waren auf jeden Fall sehr viele YouTuber da, die waren auch YouTube-Videos gedreht da und ich war vielleicht auch in deren Videos, aber ich bin halt nicht so jemand, der sagt so, einfach so hinkommt und sagt, ja, hi, lass mal ein Video drehen. Nein, bin ich nicht. Ich bin jemand, wenn jemand mir ein Video drehen will, dann muss ich die Person auch feiern, dann muss ich mit der Person cool sein und dann klappt das auch. Wie bei dem Beispiel Kelly und Patrick oder alle anderen, mit denen ich mal ein Video gedreht habe. Deswegen, Freunde, nimmt mir das wirklich nicht übel, dass ich bei diesem München Video echt nicht viel zeigen konnte. Das liegt einfach daran, dass ich immer mit Leuten war, die mir nicht extrem nah waren, also nicht nah vom Gefühl, sondern ich kannte die zwar von Hallo und Tschüss, aber ich kannte die noch lange nicht so, dass ich einfach mit denen filme. Deswegen, Freunde, nehmt mir das nicht übel. Und ja, Freunde, ich gehe jetzt los und dann melde ich mich später. Peace. Tag der Abreise. 9.30 Uhr. Ich war schon frühstücken, duschen. Mein Koffer ist auch da hinten irgendwo gepackt. Und jetzt bin ich bereit für die Abreise, Freunde. Ich danke, dass ihr eingeschaltet habt und fleißig, ich hoffe fleißig, ein bisschen zugeguckt habt, Freunde. Wie gesagt, man konnte halt nicht viel machen, weil man oft mit anderen war. Ansonsten aber hoffe ich, dass dieser Vlog euch dennoch gefallen hat. Ich sag nochmal danke an Raffash und danke an Philipp für das Ganze. Und verabschiede mich somit herzlich aus München, ja. Wünsche euch allen noch einen schönen Tag, Freunde. Checkt auf jeden Fall das Ganze ab. Die ganzen wichtigen Sachen sind wie immer unten in der Infobox verlinkt. Ansonsten war es das von mir, meine Freunde. Kurz und knapp noch ein Fazit zu München. Ich bin das erste Mal, wie gesagt, in München mit einem normalen Kopf, sag ich mal, so mit einem Kopf, der reif ist in diesem Falle. Und muss sagen, München ist eine mega, 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 mega schöne Stadt. Aber ich muss auch sagen, zum Beispiel jetzt in Köln habe ich bei den Menschen, die in dieser Stadt unterwegs waren oder wohnen oder leben, eine andere Wärme gespürt. Ich weiß nicht, warum das hier so ist, warum ich hier so Kälte gespürt habe. Das kann auch nur mein Empfinden sein, heißt nicht, dass es jeder so empfindet. Aber ich habe in Köln zum Beispiel eine andere Wärme gespürt. Ich spüre einfach in Berlin andere Vibes. München ist ein bisschen so kalt, habe ich das Gefühl, muss aber sagen, ist eine mega schöne Stadt, ja, vor allem die Architektur in dieser Stadt, die Gebäude, die Straßen sind alle sehr, sehr schön, mich erinnert das Ganze ein bisschen so an eine Mischung aus Amsterdam und Istanbul, ein bisschen Mailand-Vibes, ein bisschen Paris-Vibes, also eine sehr interessante Stadt, ja, von der Architektur her, von der Struktur her und das Ganze ist sehr interessant, sehr schön, aber die Menschen waren für mich ein bisschen zu kalt, Freunde, das ist auch gar kein Front oder so, ist halt wie gesagt nur meine Meinung. Rare Fashion, mega nicer Store, checkt das Ganze auf jeden Fall ab, Freunde, checkt auch beim Rare Fashion Store den Vintage Store auf jeden Fall ab von Leo. Ich werde den Namen jetzt falsch aussprechen, deswegen werde ich ihn gar nicht sagen, aber wenn ihr im Rare Fashion Store seid, fragt einfach nach den Vintage Sachen oder keine Ahnung, fragt einfach nach den Sachen unten. Ihr werdet es wahrscheinlich auch bei den anderen YouTubern gesehen haben, da gibt es zum Beispiel diese Louis Bag für 15k, da gibt es T-Shirts, Vintage Shirts, die Jahre alt sind, für 550 Euro, so. Die ganzen krassen Schätze sind auch noch dort versteckt, also wie gesagt, wenn ihr nicht unbedingt auf High Fashion seid, sondern eher auf diesen anderen Vibe-Film seid, dann checkt auf jeden Fall auch die Sachen ab, Freunde. Das war's von mir, Freunde. Danke, dass ihr ein bisschen, wie gesagt, zugeguckt habt. Ich verabschiede mich, Freunde. Sage ciao und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.